So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Paper Mario. In der letzten Folge habe ich mir den Ultra mal geholt und es kam leider nicht dazu zu sagen, ja, für jetzt ist gerade Schluss. Ich mache die Videoaufnahmezeit gucken. Du bist irgendwie auch doof, Colorado, oder? Depp. Gut, wir müssen, glaube ich, hier noch runter. Da springen. Geschafft. So, welchen Partymember haue ich rauf? Für wen lohnt sich denn? Gumbari könnte Multikopfnuss. Sie können Fansmack. Ich nehme Paracarry für den Moment. Der erscheint mir gerade sehr sinnvoll. Bam, bam, bam. So, der ist auch aufgelevelt. Tja, du Idiot. Geschieht dir recht. So, jetzt will ich hier entlang. Und darauf, und da, und da. Wey. Wey. So, und weiter geht's. Hopp. Nee. What? What the fuck? Okay, jetzt hat irgendwie... Das Ding holt mich ein, oder es holt mich ein. Puh, das war knapp. Nicht mit mir, Kollege. So. Lubbeli blub. Lubbeli blub. Lubbeli blub. Nope. So, jetzt kann ich euch einfach ausweichen. Dir kann ich nicht ausweichen gehen, dich muss ich kämpfen. Feuerblubbels. So, auf dich hüpfe ich immer mal drauf und drauf und du lebst noch. Mist. So, du kannst nichts tun, oder? Keiner von euch kann überhaupt irgendwas. Kannst du was tun? Du kannst spucken. Hm, mehr W8 kriege ich nicht. Wieso habt ihr denn nicht geblockt? Yay, ich krieg noch einen Schaden. Hahaha, dank dem Feuerschild, das ich mir noch geholt habe. Den habe ich vorhin liegen gelassen. Ich bin noch gar nicht richtig wach, vorhin erst aufgestanden. Und gleich mal Let's Plays aufnehmen, wenn ich mal Zeit habe. Wow, geil, super Pilz, dankeschön. Ja, da lacht das Herz. So, dir. Wieso fliegst du genau oben lang und nicht unten lang? Mann, Mann, Mann. Ah, was mache ich nur mit euch? Was ist das eigentlich? Oh, das probiere ich aus. Okay, also. Unten, B, unten, B, A, und... Ich habe auch unten gedrückt. Okay, was zum Teufel geht hier ab? Der Bildschirm wird blau. Also, ich verstehe. Das bewirkt Tidal Wave. Es kostet mich jetzt einen Lebenspunkt, aber auf den scheiße ich jetzt gerade mal. Ach, blöd, das hätte ich ja gar nicht machen müssen. Ich hätte doch einfach ab... Oh, ich hätte ja gar nicht drücken müssen, ich Depp. Autsch. Schmerzen. Power Smash. Dup, 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 dup. Gewonnen. So wird's gemacht. Und ich bin letztens erst wieder ein Level gestiegen, weshalb ich jetzt auch mal wieder meine Ordenpunkte ein bisschen aufgewertet habe. Was zu ruckeln? Uah. Ich bin der Gladiator. Ich bin Beowulf. So, wenn jetzt... Huch, wo kam die her? Huch, dich habe ich überhaupt nicht kommen sehen. So, egal. Ich hasse sowas einzusetzen. Sternensturm. Aber es ist die coolste Attacke von allen. Kamiamiha Hadouken! Bam, 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 bam. Belly Flop. Du bist ein Flop. Und bist kaputt. Scheiß Vergiftungsattacke, wirkungslos. So, jetzt kann ich euch mal scannen. Mein kleiner Freund Gumbario, kümmere dich darum. So, die kennen wir noch aus den früheren Abenteuer von Mario. So, dich kann ich jetzt mit einem Power Jump besiegen. Bam! Das war's. Jetzt geht's auch mit den Sternpunkten wieder relativ zügig, oder? So, hier brauche ich, glaube ich, einen Block. Genau, den da. Hä? Auf was willst denn du hinaus? Okay. Ja. Ich glaube, jetzt sind wir schon bald am Ende des Kapitels. Das ist ein mittelmäßig langes Kapitel. Für mich eigentlich relativ kurz, aber mein Lieblingskapitel, weil ich im Vulkan rein darf. Hm.
Spannung. So. Lop. 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 So, und da der jetzt aufwacht, fliehen wir, fliehen wir, fliehen wir. Lo 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 lo. Wieso bist du nicht einfach aus dem Weg gegangen, Colorado? Doof. So. Okay, da drin ist was. Fein, dann gehen wir da rein. Hey, da sind noch Items. Oh, ich könnte es mehr tragen. Ja, dann schmeiße ich das Ei raus. Brauche ich dann nicht mehr. So, da ist nichts. Muss hier irgendwo ein Speicherblock sein. Dup. Dup. Wow, Fraps stürzt mir gleich ab. Wow, was zur Hölle ist mit Traps los? Autoschnitt. So, jetzt müsste es eigentlich gerade so wieder gehen. Mario nähert sich weiter. Identifiziert als Gefahr, 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 Alarm, Alarm. Die Musik ist auch cool. Du hast es geschafft, Mario. Ihr seid böse Leute. Böse Leute wollen Sterngeist stehlen. Böse Leute, wo Sterngeist stehlen wollen, werden verletzt. Wir werden nicht das zulassen. Wir haben Sterngeist gefangen. Wir Vulkan bekommen. Vulkan unserer, guter Deal. Wir machen Sachen heiß für dich, Mario. Wir dich verklopfen. Die Musik ist echt geil. Kacke, ich hab vergessen, meinen Sternfokus nochmal nachzuladen, ich Trottel. Ja, das hätte mir nicht passieren sollen. Wie viel Leben hat die Lava Piranha? Lava Piranha. Lava Piranha, das sind Pflanzen, die irgendwie in der Lava überleben können. Maximal HP 40, Angriffskraft 5, Abwehrkraft 0. Die können viele Feuerbälle ausspucken, um anzugreifen. Das ist eine große Blume. Wow. 40 Leben, okay. Wie machen wir das am besten? Was habe ich noch an Items übrig? Ein Shooting Star. Das kostet mich immer eine Angriffsrunde. Macht 6 Schaden. Wo ist noch mit dem Power Jump? Die Klebenpflanzen sind eigentlich relativ egal. Wieso hast du meinen Powerjump nicht ausgeführt, du Spack? Au, okay, die kleinen Pflanzen sind doch gefährlich. Es sei denn, man kann sie irgendwie abwehren. Ey, ich hab das Flammensprite nicht gesehen. Boah, wie unfair. Immerhin für 3 Runden bin ich durch den Wasserblock geschützt. So, dann kriege ich etwas mehr Abwehr. So, getroffen. Au. Habt ihr das gesehen? Man sieht diesen Feuersprite nicht. Das ist sack unfair. Ich kann noch nicht abschätzen, wie hoch ich das Ding Wasserblock machen darf. Man sieht ja wieder mal die blöde Leiste nicht. Die Hälfte Leben ist aber schon down. Das sieht nicht aus, als würde es allzu schwer. So, dann wäre ich wieder ab. Auch wieder ab. Den kann ich wahrscheinlich nicht abwehren. Nee. Gut, Mario, du springst mal wieder. Naja, okay, 5 Schaden sind aber genug. Im nächsten Zug ist mein Wasserblock im Eimer und dann bin ich auch dran. Okay. Jetzt kommt der wieder. Ah, je. Mein Wasserblock ist weg. Okay. Dann lasse ich dich nochmal einen machen.
geschafft. Sehr gut. Okay, dann brauche ich einen Maple Syrup. Jetzt kann er mich sowieso nicht töten. Oh, jetzt bin ich im Gefahrenzustand. Geblockt. Bist du noch dran? Spott sein Feuer. Ah, er hat mich getroffen. Puh. Ich hab gedrückt, du kleines Lutschkind. Mann. Oh, der hat noch ein Leben. Ich hätte mir jetzt in dem Zug schon fertig machen können. Jetzt bin ich am Arsch. Okay, geblockt. Oh. Nein, mein Gefahrenboost ist weg. Oh, ich bin in Gefahr. Habe ich irgendwas zum Heilen? Ja, habe ich sogar. Lecker, lecker, lecker. Njam, 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 njam. Njam, 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 njam. Lecker, lecker, lecker. Boah, ich bin mir geheilt, du Penis. Du hast keine Chance. Bist du dran? Ach Gott, ich habe meine Pilze verschwendet. Ich Depp, ich habe... Oh, ich bin so blöd. Ich habe die verschwendet. Oh, das ist nur Angewohnheit. Sobald ich in Gefahrenzustand komme, dann tue ich automatisch Dings machen. Wie heißt, meine Pilze benutzen. Was? Oh. Ich dachte, ich hätte gewonnen. Nochmal 40. Warte mal, jetzt brennt sie. Jetzt glaube ich... Oh, jetzt wird mein Frostorden. Aber dass das scheiß Viech halt noch lebt. Ich dachte, ich hätte gewonnen. Oh, das ist unfair. Yay, yeah, Colorado, hilf mir. Idiot. Ist klar. Yay, Autocard. Das heißt, ich darf gleich wieder selbst schneiden. So, jetzt sollte es wieder gehen. Waterblock. 2, 3, 4, 5. Geschafft. Sehr gut. Bin ich erstmal wieder geschützt. So, um die kleinen Dinger kümmern wir uns gar nicht. Wir kümmern uns um die große Piranha. Die jetzt nicht mehr brennt, also wirken meine Eisattacken nicht mehr so kraftvoll. Wow, unfair. Au, ich kann sie nicht abwehren. So, und das Vieh fängt auch wieder Feuer. Yes, Mann. Sag mal, Fraps, was ist denn das heute? So, Fraps könnte ausnahmsweise mal das weiterhin tun, was ich gerne möchte. Okay, sieht gut aus, sie hat noch 12 Leben. Die spucken mir die blöden Feuerdinge aus. Okay. Mein Schaden wird nicht hoch genug sein. Ich weiß, was ich mache. Erstmal schon, ob Bellyflop genug abzieht. Ich hab gewonnen. Ach, 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 ach. Breite dich vor auf den Schmerz. Block. Oma Faring, my star shooting. Shooting star. Block. Das sollte es aber echt gewesen sein. Ich hab's geschafft. Boah. Was für ein Scheiß-Boss, ey. Ey, bleib hier. Nee, jetzt wo niemand mehr den Schatz bewacht, kann ich mir nicht holen. Auch wieder wahr. Ja, Mann, die sechste... Nein, scheiße, Entschuldigung. Die fünfte Sternenkarte. Ihr habt's geschafft. Oh, geile Scheiße. Also dürfen wir uns wahrscheinlich gleich wieder von der Peach-Episode freuen. Ja, ich hasse dich, Fraps.
bist ein kleiner Noob. Uhu. Aber du hast es wieder mal geschafft. Ende des Kapitels. Während sie durch diese heiße Lava vom Lava-Lava-Berg während sie fast in der dichten Luft des in der stickigen Luft des Lava-Lava-Vulkans erstickten, pflückten Mario und seine Freunde die Lava-Piranha und retteten den fünften Sternengeist Mister von einem heißen Schicksal. Aber der Geist, der Schatz nach dem Colorado-Luft ist noch immer da drin, oder? Was könnte es sein? Irgendwas Seltsames geht hier vor sich. Wie, ist es noch gar nicht vorbei? Oh oh. 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 Mario, hier entlang, wir müssen uns beeilen. Ich habe das ungute Gefühl, die Lava steigt an. Und ich kann nicht mehr zurück. Okay, es hat keinen Zweck, wir müssen fliehen. Also ein Erdbeben schon. Ein Erdbeben im Vulkan ist nie eine gute, ist nie ein gutes Zeichen. Colorado, was wartest du? Wir müssen hier weg. Oh, hier ist ein... Moment mal, Sternfisch ist ein Schatz? Das kann nicht sein. Hm, das kann es nicht gewesen sein. Ich muss zurück. Bestimmt hat diese Piranha den Schatz gefressen. Was zum Teufel geht jetzt an? Warum ist hier so ein Erdbeben? Ach, wahrscheinlich nur ein paar Kinder mit Feuerwerk. Nein, warte! Wow! Oh. Was? Nein, Sushi, wieso kannst du in der Lava stehen? Das ist Lava. Sie kommt näher. Wir müssen fliehen. Aber hier ist irgendwo ein Schatz. Mario, dieser Vulkan wird ausbrechen. Es ist gefährlich, hier zu bleiben. Wir müssen verschwinden. Hm, ich fühle einen Windzug von da. Kannst du diese Wand zerstören? Ja, klar kann ich das. Wenn ich will. Erstmal retten wir Sushi aus der Lava. Suishu Maru. Und jetzt nicht sie weg hier. Mario, Beeilung, die Lava steigt. Wo denn? Ich sehe keine steigende Lava. Was steigt hier bitte schön? Wow! Wow, 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 wow. Die ist gerade eben gestiegen. Wow, die steigt echt. Okay, wir verschwinden lieber. Das sieht geil aus. Ein riesen Lavafluss. Oh, hör auf zu ruckeln. Platz kackt mir jeden Moment wieder ab. Ich sehe es schon kommen. Wow, 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 wow. Die Lava kommt mir zu nah. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Schatz, Schatz, ich wusste es, aber ich komme da nicht ran. Juhu, let's go. Nein, mein Schatz. Oh, 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 sein Kopf wird gleich verbrannt. Ja, er hat es geschafft. Die Schatzkiste ist für uns übrigens noch relevant, die brauchen wir. Und die landet vor dem Baum, an dem wir Sushi gefunden haben. Gut, dann merken wir uns das. Und ich würde sagen, wir speichern hier und ich setze hier einen Schnitt.